Was geht, Leute? Ich bin's Alex und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich stelle euch heute wieder Hype News vor, aber bevor ich dazu komme, wollte ich noch einmal eine kleine Sache erwähnen. Und zwar kommt wieder in Hamburg ein VBG Pop-Up Store, da gibt's dann wieder ein paar Supreme Sachen und sowas. Der ist halt am 11.11. um 11 Uhr. Wir verkaufen da halt auch unsere T-Shirts, also 5 T-Shirts oder so werden wir verkaufen. Also falls ihr Bock habt, euch eins zu kaufen und dann am besten vor Ort, dann könnt ihr da auf jeden Fall hinkommen und ja, ich glaube, die werden relativ schnell weg sein, also beeilt euch. Und der ist halt wieder da, wo er letztes Mal war, also in Hamburg an der Marktstraße 29. Kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber auf jeden Fall da, wo er letztes Mal war. Ja, genau, das werde ich unten nochmal in die Beschreibung packen. Ach ja, und was ich vergessen habe zu sagen, wir verlosen auf der Instagram-Seite von uns noch ein weiteres T-Shirt, oder was heißt ein weiteres, wir verlosen halt ein T-Shirt. Also falls ihr daran, also an der Verlosung noch nicht teilgenommen habt, abonniert uns doch einfach mal, wir werden unten wieder Keyboard Clothing in die Beschreibung packen und ja, dann guckt euch einfach den Beitrag an, also scrollt so ein bisschen durch, da steht dann, was ihr machen müsst. Und viel Glück bei dem Gewinnspiel. So, kommen wir jetzt zu den Sneaker-Releases. Diese Woche sieht eigentlich relativ langweilig aus. Die Releases sind so ein bisschen, also sie ist nicht langweilig, aber die Releases sind halt auf einen Punkt verteilt. Und deswegen ist das, sag ich mal, ein bisschen langweilig. Und zwar kommt halt am 10.11.2017 eine Kollabo mit Converse und Comme des Garçons raus. Zum Preis habe ich jetzt noch nicht wirklich was gefunden. Die kommen halt in zwei verschiedenen Colorways. Einmal in schwarz, in komplett schwarz, glaube ich, oder schwarz mit einer weißen Sohle und einmal in weiß mit einer schwarzen Sohle und dann ist da halt das so eingeprintet, sage ich mal, an der Seite so CDG. Ich muss sagen, es ist nicht mein Schuh und deswegen interessiere ich mich auch nicht so für den, aber naja, egal. Außerdem ist auf meiner Liste ein Vapormax in den Heritage Pack oder das Heritage Pack kommt halt. Das sind halt zwei verschiedene Colorways und der kostet 190 Euro. Und der eine ist halt so hellgrau, dunkelgrau und hat dann so ein paar leicht grüne Akzente und der andere ist halt mehr so ein weißgrau und hat dann so blau-lilane Akzente. Ich persönlich muss sagen, das ist beides nicht so meine, ja, also Lieblings-Colorways von Vapormax sind. Deswegen, keine Ahnung, ich kann dazu nicht so viel zu sagen. Dann kommt außerdem noch am 11.11.2017 der Saucony Grid 9000 Business Class. Der wird halt 150 Euro kosten und ich finde mittlerweile solche Schuhe, also so zum Beispiel, habe ich ja schon mal gesagt, Essex oder New Balance oder sonst was, so finde ich irgendwie immer geiler und so wie jetzt auch das Saucony, der gefällt mir eigentlich richtig gut. Aber was jetzt halt ein bisschen blöd ist, dass außerdem jetzt noch am 11.11. ein paar ganz coole Releases dabei sind, weswegen man bei sowas halt dann nicht zuschlägt, sondern dann lieber bei den anderen Sachen, weil da kommt halt viel mehr Heat raus als jetzt das. So, kommen wir jetzt zu den krassen Sachen, was halt leider blöd ist, dass dann alles auf den 11.11. fällt, wie ich eben schon gesagt habe. Und zwar kommt auch, wer hätte es gedacht, am 11.11. der Jordan 11 Winlike 82 raus. Der soll halt 220 Euro kosten und meiner Meinung nach sieht der halt mega geil aus. Und der erinnert mich auch so ein bisschen an Concord, aber der Concord soll, glaube ich, auch noch nächstes Jahr kommen, deswegen... Ja, auf jeden Fall, ich finde, der sieht halt mega gut aus und Tun und ich haben auch schon überlegt, ob wir uns den kaufen wollen. Aber bei uns zum Beispiel in Hamburg kommt der halt bei Footlocker raus. Ich glaube, die haben 12 Stück oder so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder 24 Stück und dann sind noch welche im Bild steht oder so bei der Footlocker Filiale. Auf jeden Fall haben wir uns halt überlegt, den zu kaufen, aber es kommt halt noch der Human Race raus und da komme ich gleich zu. Weswegen wir jetzt, glaube ich, halt dann lieber den Elva droppen lassen, dann zum Beispiel, wie gesagt, nächstes Jahr auf den Concord oder so warten und dann uns jetzt auf den Human Race konzentrieren. Und wie ich das eben schon ein bisschen angeteasert habe, kommen halt am 11.11. eine Kollabo zwischen Pharrell Williams und Adidas raus. Da kommt halt der Adidas NMD Human Race Trail raus. Im Prinzip ein ganz normaler Human Race, nur dass dann unten halt so eine, ja, wie es schon sagt, so eine Trail-Sohle kommt. Da kommen halt 5 Colorways raus, die 250 Euro kosten sollen. Und warum 5? Da komme ich gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall kommen halt 4 von diesen 5 Colorways bei ausgewählten Retailern in Deutschland jetzt oder in Österreich oder sonst wo raus.
Bei uns in Hamburg ist es zum Beispiel All Like und Glory Hole und ich glaube auch in Deutschland allgemein sollten die in allen Consortium-Stores rauskommen. Aber dazu sage ich gleich nochmal was, also zumindest zu All Like und Glory Hole. Auf jeden Fall kommen halt wie gesagt 5 Colorways raus. Ein Colorway ist halt eine Special Collabo, sage ich mal, nochmal zwischen BBC, Adidas und Pharrell Williams. Und der eine Colorway, halt dieser Cotton Candy, glaube ich, heißt der, ist so mit Pastellblau, Rosa und so, aber ist eigentlich ziemlich weiß, sage ich mal. Der kommt halt nur auf der Billionaires Boys Club Seite raus, am 11.11. halt, und kostet halt auch 250 Euro, aber wie gesagt, der kommt halt nur auf dieser Seite raus. Und die anderen 4 Colorways kommen halt, sag ich mal, bei den ganzen Retailern raus. Dazu blende ich euch hier mal 4 Bilder ein. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Colorway genauer beschreiben. Und ich finde halt auch von den 4 Colorways finde ich eigentlich sogar am besten den beigen mit den blauen Laces und den orangenen Akzenten. Ich weiß nicht wieso, ich finde den mega fresh. Und dann halt natürlich noch den grau-weißen. Aber zum Beispiel wie Tu meinte, er würde gerne den Multicolor haben. Ich finde den gar nicht so geil, da finde ich eigentlich die anderen 3 Colorways besser. Wie gesagt, ich blende euch die hier mal ein und mein Favorite ist halt der beige mit den blauen Laces und den orangenen Akzenten. Und wie ich das eben schon gesagt habe, der sollte halt eigentlich bei den ganzen Consortium-Stores in Deutschland rauskommen. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber das sollte eigentlich schon mal safe sein. Wann er und wo er rauskommt, müsst ihr halt selber gucken. Aber ich denke halt so wieder gegen 10 Uhr oder 11 Uhr macht halt jeder Store immer unterschiedlich. Aber zu Hamburg kann ich euch ein bisschen was Genaues sagen. Und zwar kommt er da bei Glory Hole und All Like auf jeden Fall raus. Bei Glory Hole kommt er um 0 Uhr raus. Also um 0 Uhr 1, sage ich mal, machen die da den Release. Und bei All Like kommt er um 11 Uhr morgens raus. Also am 11.11. um 11 Uhr. Und falls ihr dann halt gerade da seid, könnt ihr auch direkt zum Pop-Up-Store gehen, der ist nämlich dann nicht mehr weit entfernt, okay, von All Like schon, von Glory Hole, eine Minute, nur dann, wenn ihr um 0 Uhr bei Glory Hole seid, dann wollt ihr nicht noch 11 Stunden warten. Schwachsinn, was ich gelabert habe. Wenn ihr zu All Like geht, dann könnt ihr nochmal kurz mit der U-Bahn oder S-Bahn ein bisschen rumfahren und dann zum Pop-Up-Store. Bei Glory Hole macht es keinen Sinn. Sorry. Am 15.11. kommt dann nochmal etwas für Mädchen raus, und zwar der Air Max One OG Aqua. Der ist halt mit so einem blauen Satin und lilanen Akzenten. Ja, wie gesagt, ist halt was für Mädchen, kostet 140 Euro und das war jetzt der letzte Schuh. So, jetzt noch einmal eine kleine Info zu Supreme. Supreme kommt am 9.11.2017 raus. Ich habe das ja bei den letzten Malen nicht erwähnt, weil das noch nicht geleakt wurde. Jetzt mache ich das Video aber wieder am Mittwoch und deswegen habe ich ein paar Infos. Und zwar kommt halt einmal so ein, sag ich mal, Boxer-Mantel. Ich würde ihn, sag ich mal, dann als Bademantel nutzen. Der kommt halt einmal in so ein Leopardenmuster und einmal in Rot mit Supreme hinten drauf. Der ist eigentlich ziemlich fresh, also so jetzt draußen auf der Straße kann man ihn nicht anziehen, aber so, keine Ahnung, freshe Bilder drin oder sowas, ist ja eigentlich ganz cool. Oder wenn man halt Bock hat, dann zieht man ihn nach draußen an. Jeder wie er will. Und zum Preis habe ich jetzt noch nichts gefunden, aber naja. Merkt euch, der Boxmantel, aka Bademantel, ist, finde ich, eigentlich ziemlich cool. Außerdem finde ich dann noch ganz cool so eine faltbare Matte, ja, keine Ahnung, auch zum Ringen, Boxen, was weiß ich. Die ist halt einfach ganz schlicht rot und steht Fett Supreme drauf, also auch eigentlich ein ganz geiles Item. Und auch da habe ich aber zum Preis noch nichts gefunden. Und dann das letzte Item, was ich ganz cool finde, ist halt ein Hoodie in der Kollabo mit Champion und Supreme. Und der kommt halt auch in mehreren Farben raus. Da steht dann hier auf der Brust, ist dann immer CC und das so ein bisschen versetzt alles. Eigentlich auch noch ganz cool, da kommt dann halt auch noch so ein Longsleeve und sowas in der Art raus. Aber ich finde den Hoodie eigentlich da am coolsten. Und zum Preis habe ich da auch wieder nichts gefunden, das halt auch noch nicht geleakt, so wie beim letzten Mal die Sachen nicht geleakt wurden, ist diesmal der Preis nicht geleakt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, Hauptsache ihr habt so einen kleinen Überblick, was kommt. So Leute, das war es jetzt mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, kommt auf jeden Fall zum VBG Pop-Up Store, wenn ihr halt in Hamburg oder in der Umgebung wohnt. Checkt auf jeden Fall Kibo Clothing auf Instagram aus und nehmt an der Verlosung teil. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einmal unten die Links auschecken. Wir haben da immer ein paar Links hinzugefügt. Das dauert auch immer sehr, sehr lange und wir geben uns auch immer viel Mühe für. Also falls ihr Bock habt, da könnt ihr das einfach mal auschecken. Und damit würde ich sagen, liked das Video auf jeden Fall, kommentiert es, wie ihr die jetzige Woche findet. Meiner Meinung nach eine mega geile Woche. Und dann würde ich sagen, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Ciao!